Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus unserem Desert Park. Und ihr habt alle richtig viele Kommentare geschrieben, richtig viel geliked. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Ich habe auch alle Kommentare gelesen, habe auch alle geherzt. Also falls ihr einen Kommentar geschrieben habt, habt ihr ein Herz von mir bekommen, wenn ich ihn gelesen habe. Wenn nicht, dann werde ich ihn hoffentlich noch lesen. Und wir machen jetzt hier direkt weiter, würde ich sagen. Ohne groß Geschnacke. Das hier vorne gefällt mir noch nicht so richtig. Das will ich nochmal überarbeiten. Das hier will ich überarbeiten. Das gefällt mir auch nicht. Also die Idee fand ich ganz cool, ist aber, glaube ich, an dieser Stelle nicht so angebracht. Deswegen werden wir das erstmal wegmachen. Ich werde erstmal hier vorne etwas anwenden, was ich auch in einem Park gesehen hatte, welcher mir zugeschickt wurde. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem er war. Aber das werde ich hier versuchen zu machen. Mal schauen, wie es dann aussieht. Ich glaube, das mache ich lieber mit so dünnen Wegen. Ist dadurch dann zwar mehr Arbeit, aber ich glaube, es wird besser aussehen. Ich versuche hier mit einem gleichmäßigen Schwung umzukommen. Aber das ist gerade gar nicht mal so einfach. Ja, das sieht ganz gut aus. Jo, so bin ich schon mal zufrieden. Und dann werde ich den Weg nämlich versuchen, auch hier wieder direkt an den Zaunrand auf jeden Fall zu machen. Den mal hier so lang zu führen. Das war, glaube ich, ein bisschen zu nah, wie ich hier rangegangen bin. So geht's aber. Und dann machen wir einfach hier eine Wegverbindung hin. Und das ganze Stück hier, also es soll dann so ein zweibreiter Weg logischerweise wieder werden, der am Zaun entlang geht. Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Also der wird ungefähr in dieser Breite weitergehen dann. Den Zaun müssen wir dann nachher noch überarbeiten. Aber ich werde jetzt erstmal hier diese Fläche einmal ausfüllen. So mache ich das jetzt erstmal. Und dann werde ich den Weg, denke ich mal, hier zum Hotel führen. Ich könnte den auch einfach gerade weitergehen lassen, weil da hinten will ich noch eine Gyrosphärenstation machen. Nicht Gyrosphären, sondern so eine Safari-Tour-Station. Aber wo genau ich die hinmache, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich könnte überlegen, einfach mal den Zweibereitweg zu nehmen. Ist vielleicht nicht verkehrt. So. Machen wir mal einfach so. Okay. Und jetzt haben wir hinten natürlich noch eine relativ große Fläche. Auf der können wir vielleicht ein wenig Deko unterbringen. Aber ich pinsel hier mal eben erstmal den Felsen hier nochmal an. In der richtigen Farbe. Wenn wir hier gleich so eine Safari-Dingens machen. Also so eine Safari-Tour-Station. Dann müssen wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir hier noch einen Weg nach unten machen. Und das Problem wird auch sein mit der Safari-Station. Ich kann die hier nicht durch die Wüste führen lassen. Dafür müssen wir uns gleich irgendwas überlegen, dass das nicht so ultra blöd aussieht, weil ihr wisst ja, dieser blöde Schlammrand, den man dann immer kriegt, der macht halt komplett die Wüstenoptik kaputt, weil ich möchte auch gleich anfangen, mal die Wüste so ein bisschen zu gestalten zumindest. Was wir hier noch unterbringen können, also ich will hier auf jeden Fall was mit Wasser machen. Das steht schon mal zu 100% fest. Was genau das sein wird, das weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich will hier sogar noch den Berg etwas anheben, so. Dass es eine schöne, natürliche Form hier ergibt. Aber auch nicht zu viel Wasser wegmachen. Hier vorne will ich noch kein Wasser unbedingt haben. Und dann können wir vielleicht, wenn es klappt, schauen wir mal eben mit dem kleinsten Tool hier, möglichst mittig, eine kleine Insel machen. Das ist schon mal ganz nice. Und auf diese Insel, erstmal werden wir ja natürlich hier mit dem Tool alles hier ein wenig bepinseln. So, es können wir hier alles Klippen sein. Vorne können wir sogar übergehend Klippen machen. Werden wir natürlich gleich noch schöner gestalten alles. Und auch Klippen. Perfekt. Und hier machen wir nochmal ein bisschen Gras oben hin. Aber ich will gar nicht so viel das mit dem Gras hier machen, weil das Beste kann man eigentlich mit den Büschen im Nachhinein bearbeiten. Aber ich möchte hier gerne diesen großen Baum mal unterbringen. Der ist nämlich echt sehr, sehr cool. Ich finde, der passt hier gut hin. Das ist schon gar nicht so schlecht. Ist ein bisschen nah dran hier am Weg, das Wasser. Vielleicht hätte ich das noch ein bisschen nach hinten platzieren müssen. Und dann das Ganze noch ein bisschen nach hier versetzen. So, platzieren wir das Ganze mal so rum. Und das sieht auch schon besser aus auf jeden Fall. Wir werden das Ganze natürlich noch hier
schön gestalten mit wieder Felsen und dem ganzen Drum und Dran, was wir hier an Möglichkeiten haben. Wir werden erstmal ordentlich Felsen hier auf jeden Fall hinklatschen. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit Felsen hier unterbauen. Das müsste eigentlich so ein bisschen zumindest gehen. Ich glaube, mit diesen großen Felsen geht es immer sehr, sehr schwierig. Nee, gerade ging's, ne? Ja, der Felsen ist, glaube ich, nicht so gut geeignet. Aber wenn wir zum Beispiel hier unsere Lieblingsfelsen nehmen, die man eigentlich immer so mit am besten verwenden kann, sollte das eigentlich... Ist echt doof, ne? Dass der Baum da den Platz blockiert, obwohl er gar nicht so weit... oder da einfach nur drüber ragt und nicht sonderlich im Weg ist eigentlich. Nehmen wir mal noch die. Wenn wir die noch hier irgendwo hinkriegen, da bin ich schon zufrieden. So nah ran, wie es geht. So, das sieht doch schon sehr, sehr gut aus. Wenn wir da gleich noch mit Gräsern und Büschen und so arbeiten, wird das auf jeden Fall noch cooler. Genau wie der Rand hier. Das macht immer sehr viel aus. Wenn man dann im Nachhinein, wir können ja sogar mit diesen schönen Blumen rüber geht. Da nochmal ordentlich Blümchen bearbeitet und so. Ich kann auch nochmal ein anderer Baum hin, rein theoretisch. Können wir sogar den Baum hier noch mit reinmachen. Sehr gut. Und hier unten machen wir natürlich auch noch einiges an Blumen. Auch hier vorne zeichnen wir noch einige Blümchen ein. Ihr seht schon, das sieht dann schon alles viel, viel besser aus. Der Baum nimmt irgendwie hier so ein bisschen die Optik, finde ich. Sieht man das nicht mehr ganz so gut. Ja, vielleicht können wir hier gleich nochmal mit dem Dirt-Tool oder so rüberarbeiten. Ich weiß es noch nicht. Wir machen auf jeden Fall noch mehr Felsen. Mehr Felsen ist immer gut. Den ganz großen Felsen können wir zum Beispiel hier hinten mal machen. Da so hin. Ist auch schön, dass das dann so ein bisschen hügelig und kantiger wird und nicht alles so glatt ist. Es hilft auf jeden Fall, so ein bisschen die Fels- und Bergoptik hier am Rand zu geben. Dann nehmen wir einmal hier den kleinen hier unten hin. Sehr, sehr schön. Das sieht schon sehr gut aus. Was haben wir denn hier noch für schöne Dekobäume? Wir haben im Prinzip nur die zwei, den großen und die Palme, ne? Also viele Möglichkeiten ist da, sind da leider nicht. Machen wir mal hier einen hin. Hier hinten. Könnt natürlich auch noch mit normalen Bäumen arbeiten, ne? Den finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt da. Da hinten können wir auf jeden Fall noch mit ein paar normalen Bäumen arbeiten. Definitiv. Wir wollen ja nicht, dass das alles so kahl aussieht hier. Nehmen wir auch noch hier einen normalen Baum hin. Ja, einer ist gut, ne? Dann kann man gleich wieder zählen. Oder es verschwinden alle. Das ist ja auch der Klassiker. So. Hier sieht es noch ein bisschen kahl aus. Da können wir aber auch nochmal rüber gehen. Vielleicht können wir auch hier den Übergang noch ein bisschen besser machen, damit das nicht so aussieht, als wenn das nur bei dem, ja, so eckig bei dem Gebäude ist, sozusagen. Der Dirt-Übergang so. Aber wir machen auch hier noch definitiv ein paar Blumen hin, zumindest so viel wie geht. Sehr gut. Sieht auch schon ganz nice aus. Hier hinten könnte man vielleicht nochmal einen Felsen lieber machen, anstatt den Baum hier. Könnte, glaube ich, nochmal ein bisschen besser aussehen. Hier nochmal so einen großen Felsen hinmachen. Ja, sehr gut. Das gefällt mir. Ist auf jeden Fall eine schönere Lösung als das, was wir vorher geplant hatten. Hier nochmal einen einzelnen Baum mit rein. Als nächstes machen wir mal noch hier einen Schutzraum, könnten wir hier hinter noch packen, ne? Hinter das Hotel. Das wäre eigentlich eine gute Idee, denke ich. Wenn wir hier noch einen Schutzraum machen und dann hier nach unten noch den Weg zur Jurassic Tour. Das wird aber jetzt nochmal wieder happig mit der Jurassic Tour. Da muss ich mir echt was überlegen.
Wir könnten die auch so ein bisschen weiter oben machen. Das finde ich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Können wir mal eben hier das Land auf diese Höhe hier so ein bisschen anheben, so ein Stück. Will ich natürlich gleich noch wieder ändern. Da müssen wir gleich gucken, wie wir das hier handhaben. Vermutlich zeichnen wir jetzt erstmal hier drunter. Oh, hier können wir es natürlich nicht mehr machen. Außer wir heben... Ah ne, wir können den Fels hier gar nicht mehr wegmachen, ne? Egal, wir schauen gleich mal. Ich werde hier nämlich auf jeden Fall noch ein bisschen anheben. Dass das nicht direkt so mega steil runter geht. Sehr gut. Und dann könnt ihr hier unten nämlich die... Ah, nicht diese hier hin, sondern die Jurassic Tour hin. Könnten wir dann... Im Endeffekt muss ich die ja so ein bisschen an den Zaun anpassen, beziehungsweise den Zaun dann in die Jurassic Tour führen. Das können wir auch mal eben machen. Den Zaun hier hatten wir benutzt. Wo ist denn hier der Undock-Punkt? Hier ist der Undock-Punkt. Dann müssen wir einmal das Ganze da hochführen. Hier glätten wir auf jeden Fall auch nochmal gleich über. Aber ich finde die Höhe gar nicht schlecht zum Losfahren, dass es ein bisschen angehoben ist. Muss ja nicht ganz auf der unteren Ebene sein. Das ist ja gar nicht schlimm. Aber was später halt das größte Problem wird, ist dieser blöde Rand. Ich würde natürlich gerne die Jurassic Tour einmal quer durch den Park führen lassen. Aber das würde einfach den kompletten Wüstenpark versauen. Weil, jetzt können wir die Tour gerade noch nicht zeichnen hier. Aber ich habe hier natürlich noch kein Dings unter gehabt, ne? Müssen wir gleich nochmal machen. Wir müssen hier erstmal noch mehr Dirt einzeichnen, in Schlamm. Nicht, dass wir da gleich Probleme kriegen. Jetzt fügen wir die nochmal ein. Und dann kümmern wir uns mal eben in der Zeit hier um da oben. So. Ich würde jetzt gern den Weg hier auch erstmal nochmal ein Stückchen abreißen. Einmal so bis da vorne. Und dann müssen wir uns hier gleich nämlich einen schönen Weg überlegen, der einigermaßen glatt ist. Nicht so steil ist halt, ne? Ihr wisst, was ich meine mit glatt. Ist ganz praktisch, dass man jetzt diese Höhenlinien sieht. Die helfen auf jeden Fall. Den Weg habe ich jetzt so gemacht. Ist jetzt hier auch nicht zu steil. Also meiner Meinung nach geht das hier noch voll klar. Jetzt müssen wir natürlich hier noch den Schutzraum gleich verbinden. Das machen wir natürlich mit einem grauen Weg. Und ich denke mal, da gehen wir einfach von hier so, da vorne hin. Macht ihn aber zwei breit. Und dann passt das Ganze schon, ne? Hätte man jetzt auch mittig machen können, aber muss ja auch nicht immer sein. Vielleicht können wir hier noch so eine schöne Schräge oder so machen. Na komm. Das ist natürlich jetzt nur das kleine Stückchen wieder, was hier Probleme macht. Man kennt's. Ach Mensch, ey. So, jetzt haben wir's. Perfekt. Das sieht doch super aus. Und so können wir es, denke ich, lassen. Jetzt müssen wir natürlich hier noch wieder gleich mit dem Glätten-Tool und so rüber. Oh, jetzt war jetzt das falsche Tool. Da muss man echt vorsichtig mit sein. Glätten wir hier mal ein bisschen über. Und dann können wir gleich hier alles rüber malen mit dem Klippentool. Machen wir mal ein bisschen größer hier. Das sieht doch super aus. Hier müssen wir uns dann gleich was überlegen. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal eben den Zaun ein Stück weiter. Der hier schön weiterführt. Am Rand entlang. So, das ist schon mal sehr gut. So, dann sind wir hier schon an der Kurve. Und ich weiß gar nicht, ob wir hier noch rumgehen können, vernünftig. Das wird... Oh, das geht aber noch klar. Ist nicht schlecht. Und dann können wir mal einfach nur bis hier machen. Das reicht, denke ich. Viel mehr muss man dann nämlich nicht abzäunen. Und hier machen wir das gleiche Spiel. Auf dieser Seite fangen wir an. Gehen dann hier ein Stück nach oben. Vielleicht können wir dann noch... Das passt natürlich wieder gar nicht.
Okay, da hätten wir vielleicht auf der anderen Seite anfangen müssen, wie man sieht. Jetzt passt es. So können wir es auf jeden Fall lassen. Hier nach rechts brauche ich da nichts mehr machen mit Zaun. Hier oben eigentlich auch nicht. Also das kleine Stück reicht hier schon. Obwohl, ich könnte jetzt auch noch hier einmal langführen. Warum nicht? Wird wahrscheinlich optisch besser aussehen, wenn ich hier nochmal den Zaun langführe. Aber das ist wirklich schlimm geworden. Ich weiß nicht, ob das immer schon so schlimm war. Aber, oder es ist, kann auch an der Stelle hier liegen, dass die Einrastpunkte so schrecklich sind. Ich mache das jetzt einfach alles einzeln hier. Mit einzelnen Zaunstücken. So, machen wir mal einfach nur bis hier. Und dann passt das, denke ich mal. Dann wird hier schon keiner mehr runterplumpsen. Und dann gestalten wir mal hier den ganzen Fels und die Klippe. Ja, natürlich mit ein bisschen Bäumchen. Vielleicht hätte ich erst die Klippen machen sollen. Man weiß ja nie, was die noch so verändern. Oh. Das war nicht gut. Leute, das war gar nicht gut. Da habe ich mir schon wieder hier ordentlich was kaputt gemacht. So, jetzt passt es aber wieder. Vorne nochmal überglätten. Und dann geht das schon wieder klar. Ja, hier muss ich echt aufpassen mit den Klippen platzieren. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so eine krasse Auswirkung hier hat. Aber das sollte noch gehen. Oh, das geht klar. Wenn ich die nicht zu weit oben baue, die Steine, geht das, glaube ich. Das ist, glaube ich, so der Trick bei der ganzen Sache. Oder halt hier diese kleinen Steine nehmen. Die gehen eigentlich auch immer klar. Ah, jetzt haben wir hier eine richtig schöne Klippen- und Felsoptik bekommen. Das gefällt mir. Und dann machen wir mal nochmal wieder ein paar Bäume. So, super. Hier noch einen Baum hin. So, das ist doch super. Und dann können wir natürlich nochmal mit dem Klippentool hier nochmal rübergehen. Vielleicht den ein oder anderen Busch zeichnen. Aber es ist eigentlich schon ausreichend, so wie es jetzt ist. Hier, der Rand sieht natürlich noch nicht schön aus. Den haben wir auch noch nicht überarbeitet. Das werde ich gleich erst machen. Ich werde mir jetzt erstmal was für hier vorne, glaube ich, überlegen. Weil das ist ja auch nochmal eine Sache. Ich kann nicht einfach so losfahren mit dem Ding, ne? Nee. Das ist halt das Problem, sonst hätte ich jetzt einfach komplett die Route weggelassen und hätte gesagt, wir fahren dann einfach immer manuell durch unseren Park, weil ich will echt nicht durch unseren Wüstenpark eine Route bauen. Das sieht... nee, das geht halt nicht. Das sieht halt einfach doof aus. Dadurch geht halt echt die Wüstenoptik verloren. Da müssen wir uns echt irgendwie was überlegen, wie wir das machen. Ich glaube, es macht fast Sinn, irgendwie einfach nur die Route hier zu starten. Zum Beispiel. Einmal so im Kreis zu führen oder so. So geht's. Und dann das Ganze hier einfach. Dann fährt die halt hier immer im Kreis. Vielleicht kann man ja auch die Anzahl der. Der Gondeln. Was heißt Gondeln? Der. Ja, Tour Trucks. Einfach auf Null stellen, dass da keiner fährt. Weil das wäre auf jeden Fall am idealsten. Weil dann würde ich das einfach so lassen. Den Eingangsbereich jetzt noch ein bisschen. Ausschmücken und so, sodass das nicht so blöd aussieht. Und dann fährt man halt hier los und muss dann manuell fahren. Weil ich will einfach diese blöden Sachen echt vermeiden. Tour Trucks. Eins ist Minimum. Ja, das heißt, ein Truck wird immer verwirrt hier im Kreis fahren, so wie es aussieht. Ach, das geht ja noch gar nicht, ne? Wir müssten mal eben... Ich verbinde mal eben einmal die Schienen hier. Es hatte sogar jemand eine Idee, wie ich das hier so ein bisschen verbergen könnte. Ich könnte nämlich so einen kleinen Fluss langlaufen lassen unterhalb der Schienen, rein theoretisch. Und dann würde man das so ein bisschen verdecken mit dem Wasser. Und unter Wasser kann man natürlich auch wieder mit Gras und so arbeiten. Das wäre ja nicht ganz so schlimm. Aber wir schauen jetzt erstmal, dass wir hier das vernünftig hinbekommen. Das Problem ist, wir müssen halt echt bis hier vorne vorgehen, weil die Strecke halt bis hier geht. Ich hätte sie auch noch kürzer machen können, rein theoretisch, ne? Ich weiß aber nicht, ob das... besser gewesen wäre. Ich muss hier sowieso noch einen guten Übergang schaffen. Und dann müssen wir gleich den Übergang noch machen, hier zum Sand auf jeden Fall. Wir müssen auch noch gleich hier Bäume hin machen, sonst wird das doof aussehen. Kann ich mal gucken. Ja, Bäume platzieren geht hier natürlich auch wieder ganz, ganz schlecht. Aber wir könnten eigentlich einmal so drumherum Bäume machen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. So wie wir es im Anfangsbereich haben.
Also es ist wenigstens abgeschirmt. Ah, ob das jetzt so ideal ist, weiß ich auch nicht. Aber es geht halt irgendwie. Also ich... Vielleicht habt ihr noch eine bessere Lösung, wie ich das Ganze im Endeffekt lösen kann. Ich werde das hier auch noch schöner gestalten, aber das werde ich, glaube ich, nicht mehr heute machen. Genau wie diesen Bereich hier. Das mache ich auch beim nächsten Mal, weil ich will gleich noch unbedingt anfangen, das Ganze mit der Wüste zu machen. Hier müssen wir natürlich auch noch dann irgendwie einen Durchgang lassen, damit das mit dem Tourtruck auch Sinn macht. Es ist leider immer bei 1, aber so wäre es dann. Dann würde man halt manuell fahren. Nicht so. Dann fährt man hier los. Und dann kommt man hier so langsam in den Wüstenbereich. Und fährt dann hier in die Wüsten, in die Wüste rein. Kann dann hier die Dinosaurier begutachten und sowas. Aber vielleicht habt ihr ja noch eine schöne Lösung, wie ich das hier lösen kann. Weil ich will ungern... Es ist natürlich schade, dass dann die Trucks nicht selber durch den Park fahren. Aber ich möchte halt ungern diesen Weg durch die Wüste führen, weil das einfach mega, mega doof aussieht. Hier vorne kann ich nochmal einmal ganz schnell rübergehen. So, jetzt sieht das Ganze schon mal ein bisschen besser hier auf jeden Fall aus. Das hier vorne, das werden wir später noch machen, weil ich möchte jetzt unbedingt mit der Wüste anfangen, damit wir auch später unseren ersten Dinosaurier freilassen können, weil das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir es endlich diese Folge schaffen, weil ich einfach Dinosaurier in unserem Park sehen will. Ich glaube, es wird echt noch viel, viel schwieriger, das hier schön zu machen, als ich es mir vorgestellt habe. Ich würde natürlich jetzt sagen, irgendwo in der Mitte des Parks machen wir eine richtig schöne große Oase hin. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an, hier vorne so ein bisschen zu gestalten. Wir werden ganz, ganz viel mit dem Bergtool hier arbeiten. Und ungerade machen und sowas. Also so dünenmäßig. Wenn wir erstmal einfach ganz random irgendwie ein paar Unebenheiten reinmalen. Ja, ihr seht schon, ne? Also es nimmt schon Form an, wenn man sowas macht. Wie ist denn das, wenn man Sand mit Stein mischt? Wie sieht das aus? Wenn man das nur ganz leicht macht, so wie ich es jetzt mache. Echt ganz cool aus, ne? Wenn man mal so schaut, das sieht eigentlich ziemlich nice aus. Also das hätte ich nicht gedacht. Hat man hier so einen Sandgestein... artigen Boden. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Macht hoffentlich die Wüstenoptik nicht kaputt. Aber ich denke mal nicht. Wie ist das, wenn wir jetzt hier... Oh, das ist voll groß, was ich hier mache, ne? Machen wir mal noch ein paar Steinchen drauf. Das sieht ziemlich nice aus. Hätte ich nicht gedacht. Ich klatsche jetzt einfach mal alles mit ein paar verschiedenen Steinen zu. So, sehr, sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich der Felsen hier mir nicht schon zu viel ist oder ob mir einer so reicht. Das Ganze könnte man natürlich dann auch noch mit so ein bisschen Grünzeug und so gestalten. Dass hier sozusagen ein bisschen Leben ist. Vielleicht eine ganz kleine Wasserstelle oder so noch damit hinmachen. Dann nehmen wir natürlich dieses Gras. Wenn das sehr, sehr grünlich ist. Das sieht doch schon ziemlich cool aus, muss man sagen. Wenn man jetzt zum Beispiel hier einen kleinen Wasserbereich oder so machen würde, wie würde das denn aussehen? Ich bin gern so richtig... Kann man nicht einfach nur zum Beispiel... Ich weiß gar nicht, ob die Dinosaurier dann daraus trinken können, wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Felsen hinmache und dann alles Wasser entferne, außer das bisschen, was bleibt. Bleibt ja immer so ein ganz bisschen hier drin. Seht ihr das? Eine ganz mini Trinkstelle wäre an sich auch schon mal sehr, sehr cool. Aber ich bezweifle irgendwie, dass die Saurier daraus trinken können. Bezweifle ich sogar sehr stark. Vielleicht können wir dann auch noch hier eine Palme, die hier wächst, hinmachen. Bei der kleinen Wasserstelle. Ich meine, so eine ganz kleine Mini-Wasserstelle. Ist aber schon wieder fast zu viel Gras.
Ich weiß halt nicht, ob das echt zu viel Wüstenoptik wegnimmt oder nicht. Aber irgendwo müssen wir ja so ein bisschen variieren. Das geht aber, ne? Das sieht schon cool aus, so vom Weiten. Wenn man mal schaut, hier dieses Stück. Den Rest müssen wir dann natürlich auch noch gestalten. Wir können ja da hinten nochmal so einen Wasserbereich machen, so einen kleinen. Hier hinten oder so. Wie ist denn das, wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal auch so ein bisschen Grasboden reinmachen? Oh, ihr könnt auch hier mal richtig dunkle Klippe einfach als Boden nehmen. Das würde auch funktionieren. Wenn ich jetzt hier eine Palme reinmache, ist das dann ähnlich wie bei den Felsen, dass nicht alles verschwindet? Wäre auch mal gut zu wissen. Weil ich will halt wirklich wieder nur so minimal Wasser wie möglich haben. Ja, tatsächlich. Okay, das würde sogar klappen. Das heißt, wir könnten hier dann wieder Sand hinmachen. Hier wäre natürlich dann wieder Rasen angesagt. Ein bisschen. Genau wie hier oben bei den Klippen. Okay. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Also das wird richtig viel Landschaftsgestaltung hier, dass das irgendwann richtig cool aussieht, Leute. Hier schon mal jetzt unser erster Bereich, den wir gestaltet haben. Ich weiß halt nicht, wie das mit so Dünen ist, weil die sehen halt sehr, sehr langweilig und eintönig aus. Ob es da nicht Sinn macht, später auch noch so teils so ein bisschen zum Beispiel Gräser drauf zu machen. Oder wir machen das Ganze auch hier mit. Dass man die zumindest so ein bisschen mit Farbe bemalt. Das könnte halt auch helfen. Und dann ohne Gräser. Vielleicht jetzt schon wieder ein bisschen zu krass. Weil wenn alles einfach nur eine Sandfarbe hat, das wird einfach nicht gut aussehen. Vielleicht können wir auch so machen. Also wenn man das nur so macht, so ist es so ein bisschen dunkler wird. Hier ist es schon ein bisschen zu grün, finde ich. Aber hier sieht das schon sehr cool aus. Es sieht sogar fast noch mehr aus wie Sandstein hier. Weil das hier vorne schon nice aussieht. Das brauche ich jetzt nicht nochmal verändern, denke ich. Ah, nicht schlecht. Ich will nochmal eben einmal ein... Warte mal, das machen wir mal eben noch nicht richtig, weil ich möchte nur den Futterspender haben. Weil ich will keinen normalen Futterspender bauen. Ich will unbedingt einen, ja, so einen Spezialfutterspender bauen. Dafür brauche ich einmal das Gewächshaus. Das klatsche ich mal einmal hier oben hin, verbinde das und dann können wir einen Futterspender bauen. Man könnte auch später überlegen, ob man nicht hier wirklich einen Fluss durchführt irgendwie, weil sonst, wenn ich hier absolut keinen Fluss oder irgendwas mache, wird das Ganze einfach mega trist aussehen, glaube ich. Auch wenn Fluss natürlich jetzt nicht so mega für eine Wüste spricht. Auf keinen Fall. Aber irgendwas müssen wir halt als Deko machen. Es ist halt nicht so einfach, weil wir haben schon keine Kakteen, wir haben keine vertrockneten Bäume und kaum Dekomöglichkeiten. Ich glaube mal, so ein Fluss, ich mache den jetzt nur mal ungefähr einfach, dass ihr seht, was ich meine. Der muss ja auch gar nicht breit sein oder so. Das kann ja schon so ein fast ausgetrockneter Fluss sein, der dann hier so zum Beispiel lang führt und dann irgendwo hier oben geht und dann in irgendeiner Oase oder sowas, also irgendeine größere Oase oder sowas endet. Sieht, glaube ich, schon gar nicht so verkehrt aus, weil ich glaube, ohne Fluss wäre das alles ein bisschen sehr, sehr arg langweilig alles. Alles so gleich, alles Sand. Ich kann ja auch nicht überall hier diese Steine und so machen. Das soll ja hier auch nur ein bestimmter Bereich sein, der sowas hat. Ich lasse es mal erstmal da zur Inspiration. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, wenn ich hier so einen Fluss irgendwie durchführe durch den Park, der dann in einer Oase endet oder so. Ich finde es jetzt so vom ersten Eindruck gar nicht so schlecht von der Optik hier. Ist, glaube ich, besser, als wenn ich keinen Fluss mache. Aber ihr könnt es ja mal reinschreiben. Wir werden jetzt erstmal gucken, welche Dinosaurier wir als erstes machen. Wir machen natürlich jetzt erstmal hier Kapazität 3.0. Und dann schauen wir mal eben, was wir hier machen. Ich habe schon einen Dinosaurier mir rausgesucht, auf jeden Fall. Und das ist ein Iguanodontidae. Ihr könnt jetzt ja schon mal raten, welcher es sein wird. Ich suche jetzt mal eben Futter raus, was den denn schmeckt, den Iguanodontidae. Und das ist schon mal gut. Baumstamm. Nein.
Das schmeckt den auch. Nadelbäume. Das nicht. Ne, so viel mögen die gar nicht, sehe ich gerade. Aber das hier finden die nicht doof, also mische ich das auch mal noch rein. Dann haben wir drei verschiedene, finde ich eigentlich ganz cool als Variation. Ein Ranger-Team haben wir auch noch gar nicht, ne? Das brauchen wir gleich, um die Futterstation zu befüllen. So Bäume und Büsche macht halt noch weniger Sinn, ne? Ich kann ja nicht einfach mitten auf so einer Sanddüne einfach zum Beispiel einen Baum wachsen lassen. Ja gut, geht schon, ne? Also so schlecht sieht es jetzt gar nicht aus. Aber wenn ich das überall mache, dann sieht das Ganze auch nicht mehr aus wie eine Wüste. Stattdessen, wenn ich jetzt so einen Fluss hier habe, dann macht es natürlich Sinn oder ist realistisch, wenn dann mal hier der ein oder andere Baum am Fluss wächst, so, ne? Das wäre natürlich schon wieder sinnvoller und das würde auch cool aussehen, glaube ich. Solange der Fluss nicht durch die ganze Wüste so geht, sondern nur so... Also es ist schon, muss schon ein langer Fluss sein, der relativ schmal ist, aber ich glaube, der darf nicht zu viel Wüste einnehmen. Solange das nur so einer ist, der sich hier einmal so von da oben nach hier irgendwie schlängelt oder so, wäre das, glaube ich, schon ganz cool. Aber wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare. Wir werden jetzt erstmal die erste Futterstation bauen, damit wir heute unseren ersten Dinosaurier freilassen können. Ihr habt auch mega viele Dinosaurier in die Kommentare geschrieben. Ich habe die mir alle rausgeschrieben, welche denn passen. Ob es dann im Endeffekt so ist oder so, weiß ich nicht. Ich verlasse mich da einfach mal auf euch. Falls da mal eine Fehlinformation bei ist, ist ja auch nicht schlimm. Dann haben wir halt mal einen, der nicht ganz so gut passt. Ich glaube, ich mache den Futterspender mal hier hin. Oh nein. Das habe ich ganz vergessen. Die Futterstationen haben ja auch diesen blöden Rand. Eieiei. Ja, gut, ne? Das macht die Gestaltung natürlich nochmal wieder schwieriger. Wir müssen ja schon fast so eine etwas grünere Stelle hier an dem Fluss machen. Aber ich will den Fluss halt noch nicht benutzen, so als Lösung. Weil ihr mir noch nicht in die Kommentare geschrieben habt, ob ihr das cool findet, die Idee mit dem Fluss, oder ob ihr es doof findet. Wisst ihr was, Leute? Ich platziere das jetzt erstmal und warte erstmal dann fürs nächste Video die Kommentare ab. Und dann schauen wir mal. Ich klatsche das jetzt einfach mal hier hin. Hat dann halt diesen blöden Rand. Aber das macht ja nichts. Nehmen wir mal hier die Pflanzen aus, nehmen alle drei, die wir haben. Ranger-Team, jo. Das Ranger-Team, das schicken wir mal eben hin. Und in der Zeit brüten wir mal eben unsere ersten Dinosaurier aus. Ich werde davon drei Stück, glaube ich, ausbrüten. Also wir machen mal eben hier kurz ein Ausbrühtempo rein. Ausbrühtempo. Und einen Brutstättenkapazitätsplatz hier rein. Und dann machen wir als allerersten Dinosaurier, einen der neuen Dinosaurier, was ich sowieso cool finde, nämlich, fängt der mit O an, und da ist er, der Uranosaurus, den werden wir nehmen als ersten. Sehr, sehr schöner Dinosaurier, hat sehr, sehr schöne Skins. Wir nehmen natürlich am besten Steppe, Wüste, passt schon mal gut. Sumpf nicht. Ich glaube, diese beiden mache ich. Ich glaube, ich mache zwei davon. Oh, die Bewertung ist eigentlich relativ egal, nur der Skin ist wichtig. Ob der Park jetzt im Endeffekt 5 Sterne hat oder nicht, ist jetzt gar nicht so wichtig, aber wird er sowieso haben, weil ich die ganzen Anforderungen auf leicht gestellt habe. Also ich mache mal ein Steppe und zwei Wüste und wenn ich die gleich freilasse, bringe ich euch zurück. Wir düsen jetzt hier nochmal mit dem Jeep über unsere Klippen und machen nochmal einen coolen Stunt, wenn es klappt. Woo! Okay, das war wirklich ein krasser Stunt, was auch immer die da gerade gesagt hat. Ich wollte euch nochmal eben hier unseren neuen Futterspender zeigen. Ich finde ja diesen, botanischen, wie heißt das nochmal? Boden-Paleo-Futterstation, genau. Finde ich schöner als die normale Futterstation, wenn ich ehrlich bin. Weil die immer so schön bunt ist und das sieht so lecker aus zum Anbeißen. Viel, viel cooler als diese normale. Passt auch viel, viel besser hier in unserem Park. Und unsere Uranus sind gerade fertig, wie ihr seht oben rechts. Ich fahre hier nochmal gegen den Fels. Und dann würde ich sagen, lassen wir die direkt frei. Schauen wir doch mal hier. Wir werden gerade alle fertig. Ich würde sagen, wir lassen als erstes den mit dem Steppenmuster frei. Bin ich ja mal gespannt, wie der aussieht. Oh, das ist der Grüne. Ach, cool. Der ist er. Und da hoppelt er. Hoppelt auch direkt los in die richtige Richtung. Wahrscheinlich erstmal zum Wasser, so wie es aussieht. Sieht schon cool aus, wie der hoppelt, ne? Schon eine sehr coole Animation. Ja, dann gönn dir mal erstmal ein Schlückchen, Minjung. Du bist der erste Dinosaurier hier in unserem Wüstenpark. Noch ganz alleine, aber ich lass mal deine Geschwister frei. Wüstenmuster als nächstes. Oh, der ist sehr passend.
Richtig schön hell, der Skin. Gut getarnt in der Wüste. Passt auf jeden Fall ideal zu einem Wüstenpark. Der... Was macht er denn jetzt? Der chillt jetzt erstmal. Jetzt lassen wir den letzten frei. Auch Wüstenmuster. Unsere ersten drei Dinosaurier in unserem Wüstenpark. Sehr, sehr cool. Uranosaurus. Da brüllt er. Und der läuft jetzt hoffentlich auch los. Bestimmt Hunger und Durst. Der eine hier vorne, der scheint gar nicht groß Interesse zu zeigen zum Wasser und zu seiner Nahrung zu rennen. Der hier hat auf jeden Fall schon den Weg gefunden. Und wir schauen ihm nochmal kurz hier beim Futter ein bisschen zu. Sind wirklich sehr, sehr schöne Tiere. Oder Dinosaurier. Ich weiß nicht, ob die als Tiere gelten. Wahrscheinlich schon, oder? Keine Ahnung. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und was ihr noch in die Kommentare schreiben könnt. Nämlich Namensvorschläge für unsere drei Dinosaurier hier. Damit könnt ihr euch gerne hier in meinem Park verewigen. Schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Und mit etwas Glück seid ihr dann hier in meinem Wüstenpark vertreten und verewigt. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.